Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem YouTube-Channel der Talent Company. Mein Name ist Glocker. Mein Name ist Dean. Und heute wollen wir mal über KWA-GBB-Pistolen sprechen. Vor allen Dingen auch für Anfänger sehr interessant, weil da steckt einiges drin fürs Geld. Direkt im gleichen Zug ist zu sagen, wenn ihr noch unter 18 Jahre alt seid, wir verlinken euch unten drunter ein Video, da geht es zu den AEPs. Da sämtliche Modelle hier über 0,5 Joule haben, sind sie erst frei ab 18 Jahren erhältlich. Und fange ich mal an. Hier hätten wir einmal die von KWA nachgebaute und mit Original-Trademarks versehene KWA USP 45. Nachempfunden der P8? Ja, muss ich dem Dean beipflichten. Ist eins mit der ersten Heckler & Koch Modelle, die KWA auf den Markt gebracht hat. Und gleichzeitig auch eins der ältesten in der Riege, die wir heute hier vorstellen wollen. KWA typisch, sehr schöne Verarbeitung, sehr gute Materialien, vor allen Dingen Heckler & Koch typisch, Polymer-Griffstück, Metallschlitten. Ist schon die Version mit NS2-System, was euch einfach diesen lästigen Cooldown nimmt. Wenn ihr genaueres über das NS2-System wissen wollt, bemüht einfach Google, das erklärt euch das hinreichend, wenn ihr das wissen wollt. Darüber hinaus ist zu sagen, eine recht große Magazinkapazität, roundabout 25 Schuss, liegt gut in der Hand, ist GBB-typisch relativ schwer. Frühe Versionen dieser Waffe, die bis vor circa 3-3,5 Jahren verkauft wurden, waren noch ohne NS2-System, hatten sehr, sehr starke Probleme mit Cooldown, vor allen Dingen, wenn man Schussreihenfolgen abgegeben hat von 5 bis 6 Schuss, haben die sehr schnell angefangen abzubauen. Von der Bedienung her, beidseitiger Mag-Release, also man kann auf beiden Seiten das Magazin auswerfen lassen, allerdings nur einseitig Sicherung. Einmal der Decocker und der Schlittenfang. Anders wie bei dem Modell zum Beispiel, was der Dean uns jetzt vorstellen möchte. Ja, hier haben wir die HK45. Die ist die Weiterentwicklung der eigentlichen USP45 bzw. der eigentlichen P8. Die haben ein paar Modifikationen vorgenommen, die man schon fast erahnen kann. Sie haben einen ergonomischen Griff entwickelt, der wirklich sehr gut in der Hand liegt. Ja, kann ich kann ihn einfach nur empfehlen. Also jeder, der diese Waffe in der Hand gehabt hat, hat gesagt, boah, die liegt aber gut. Ja, tut sie. Alle anderen KWA oder alle anderen Heckler und Koch Waffen sind eher klobig schon fast, ja, gegen diese. Definitiv gegen die auf jeden Fall. Abgesehen davon hat die einen beidseitig bedienbaren Schlittenfang. Den Decocker, wie jedes Heckler & Koch Modell, was wir heute vorstellen. Und ich muss dazu sagen, sie läuft wirklich sehr gut. Ich bespiele die jetzt seit 2 Jahren und kann nichts Negatives sagen. Also sie läuft einfach einwandfrei. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und das nächste Modell zeigt euch der Glocker jetzt. Richtig, und zwar ist das einmal die KWA HK MK23. Ursprünglich mal entwickelt für die SEALs, ist eine verdammt große Pistole. Das ist definitiv einer von den Vertretern, wo der Dean gerade meinte, klobig. Sehr, sehr groß, auch bei großen Händen. Bedienteile sind für mich zumindest noch gut erreichbar. Hier ist zum Beispiel eine kleine Besonderheit gegenüber den anderen Modellen, die wir vorstellen. Wenn man den Hahn spannt, man kann ihn nicht über die Sicherung, die hier ist, entspannen, sondern man hat einen separaten Entspannhebel. Auch wieder der Schlittenfang hier einseitig, die Sicherung beidseitig, Entspanner auch nur auf der linken Seite zu finden. Sie hat schon mittlerweile einiges an Gebrauch hinter sich, wie man hier vorne definitiv an den Kratzern sehen kann. Wird von mir gespielt seit mittlerweile etwas über 2 Jahren.
mal abgesehen von dem Pistengummi ist hier nichts Neues reingekommen, weil das einfach im Laufe der Zeit sich zerbröselt hat. Da war nicht mehr viel von dem Gummi da. Vorteile, also man muss diese Pistole definitiv mögen, um sie zu spielen. Sie ist groß, sie ist verdammt schwer im Vergleich zu anderen Waffen mit Magazin, irgendwas roundabout um die 1,5 Kilo. Nachteil ist definitiv, ja, je nach Wetter liegt man hier so bei etwa 1,3, 1,4 Joule, also als Backup eigentlich nicht mehr wirklich spielbar. Bei schwachem Gas repetiert sie nicht hundertprozentig. Ja, weil sie einen extrem schweren Schlitten hat. Also was das angeht, ist definitiv was für kälteres Wetter und man muss ziemlich rumprobieren mit Gas bzw. mit einem Endpass, dass man es ohne Probleme nach den jeweiligen Spielfeldvorgaben spielen kann. So, Dean, was hast du noch? Die Heckler & Koch USP Kompakt. Eine tolle kleine handliche Waffe für kleine Männerhände bzw. für Frauenhände gemacht. Also eigentlich die perfekte Waffe für Damen. Damen. Definitiv. Als Beispiel einfach mal ein bisschen ja, schick gemacht für die Frau. Ja, die ist ein bisschen klein für dich, ist schon klar. Aber auch nur ein bisschen. Mhm. Wird auch inzwischen von, lass mich nicht lügen, 4 Leuten im Team gespielt. Ja. Die sind alle sehr zufrieden mit der Waffe. Ja, ein paar Kleinigkeiten sind halt besonders an dieser Waffe, ist zum Beispiel der versteckte Hahn. Ja, und sie ist einfach mega kompakt. Also ich kann nichts Schlechtes über sie sagen, ist einfach persönliche schön. Präferenz. Wer es mag, soll sie spielen, wer es nicht mag, soll sich was anderes holen. Ist einfach so. Was wir definitive heute nicht Sache, die ich auf jeden Fall zu KWA-Modellen generell noch erwähnen muss, vor allen Dingen zu den GWBs, ist bei der USP. Die Hop-Up-Gummis quellen auf. Nicht, wie das landläufig bekannt ist, dass wenn man Gummiteile hat, die irgendwann mal spröde oder porös werden. Nein. Durch GWBs. Silikon. Genau. Durch. Ja, silikonhaltige Gase, die ja wir hier verwenden, natürlich, gut, das ist jetzt Werbung, aber im Prinzip machen wir das den ganzen Tag. Ja. Die Gummis quellen auf, die Kugeln gehen nicht mehr vernünftig durchs Hop-Up, bleiben im schlimmsten Fall stecken. Es ist kein Beinbruch, das Hop-Up ist relativ einfach zu öffnen und auszubauen. Das Gummi als Ersatzteil bei Sniper erhältlich kostet roundabout einen Zehner, 99, also ja, 10 Euro, und ist wirklich nicht schwer zu wechseln. Wer sich es überhaupt gar nicht zutraut, Sniper AS bietet Official KWA Support, schickt die Waffe hin, sagt Hop-Up Gummi ist im Eimer, tauschen sie euch gerne aus, gar kein Thema. Ja. Dabei gesagt ist die USP 45 auch als USP Match erhältlich. Richtig. Und zwar hat die vorne einen Kompensator mit einem etwas längeren Lauf drauf. Der hat es aber in sich. Ja. Und zwar von schönen 1 Joule steigert sie sich auf knappe 1,2. Ich habe 2 Stück besessen und weiß es. Leute, ja, FPS ist nicht alles. Jede Pistole über 1 Joule ist fast nicht spielbar, auf fast keinem Gelände. Einfach, nein, weil, ja, es ist einfach nicht gern gesehen. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit bei diesem Video und wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns vielleicht ein paar Kommentare da, eventuelle Vorschläge für nächste Videos oder Verbesserungsvorschläge. Schönen Tag wünsche ich euch noch. Ciao. Wieder totaler Bullshit. Du bist Bullshit. Okay, hier haben wir die.
rastet jetzt. Du bist total behindert, Junge.